Ja, es freut mich. Ihr habt einen ganz besonderen Studiogast bei uns. Ja, also wenn man sich so deine Biografie anschaut, faszinierend, die reicht für 5 Leute. Dankeschön. Wie hast du eigentlich begonnen? Wie habe ich begonnen? Ich habe ganz klassisch eigentlich Hotelmanagement studiert und habe dann 2 Jahre im Ausland gelebt, habe Restaurants geleitet auf der ganzen Welt, war in New York und habe eigentlich so diese klassische Karriereleiter gemacht und habe aber eigentlich immer so dieses, das war etwas in mir gehabt. Und habe dann die Möglichkeit bekommen, dass ich nach Österreich zurückkomme und in die Immobilienbranche einsteige als Maklerin. Und ich dachte, naja, probieren wir was Neues. Und bin halt weiterhin diese klassische Schiene gegangen und habe dann ein Kind bekommen und war dann in diesem Punkt, wo ich mir gedacht habe, ich will eigentlich nicht mehr sagen müssen, der Urlaub war zu kurz, sondern ich will eigentlich wirklich diesen Satz haben von, wenn du das machst, was dir Spaß macht, arbeitest du nie. Und dem habe ich dann eigentlich geforscht und bin dann in meine jetzige Branche hineingestolpert, in die Energiearbeit, in die Spiritualität. Du hast aber eigentlich überall Erfolg gehabt, kann man sagen, in jeder Branche, in der du tätig warst. Gibt es da irgendein Erfolgsrezept oder ist das einfach, ich habe ein Ziel verfolgt? Ich habe mich eigentlich nie abbringen lassen. Okay. Also ich bin immer so gewesen, dass wenn ich etwas wollte, dann habe ich das auch gemacht. Mhm. Und ja, sicher in der Hinsicht auch ein Ziel verfolgt und zielstrebig einfach vorausgegangen. Ich glaube, dass das einfach in jedem von uns steckt. Für mich war immer dieses, da wo ich jetzt bin, will ich nicht sein, ich will woanders hin und dem bin ich eigentlich immer nachgegangen. Mhm. Genau. Jetzt in der Branche bist du sehr erfolgreich. Ja. Du hast Rekordergebnisse erzielt innerhalb kürzester Zeit. Ja. Das ist aber ein Zeichen vielleicht auch, dass du angekommen bist. Ja, absolut. Mhm. Also jetzt lebe ich das mit, ich liebe meine Arbeit. Also ja. Es ist für mich nicht Arbeit, das ist wirklich, ich liebe meine Kunden, ich liebe das, was ich mache und jetzt bin ich wirklich der Anklang, dass ich sage, ich arbeite nie. Okay. Also ich bin wirklich in diesem, das macht so viel Spaß, was ich tue und jetzt ist eigentlich diese Zeit, die ich mir auch gesucht habe. Ich habe immer so dieses, fast wie so einen Ruf in mir gehabt, dass man dachte, das kann ja nicht alles sein. Das Leben kann doch einfach nur nicht so sein und dann so verlaufen. Da muss doch irgendwann einmal so mehr sein. Mhm. Und jetzt bin ich absolut da und bin da absolut angekommen. Jetzt, wie kann man sich jetzt diese Arbeit vorstellen, die du machst? Es gibt Kartenlegen, es gibt das, es gibt das. Ja. Wie kann man deine Arbeit beschreiben oder deine Tätigkeit beschreiben? Ja, also, ich mache hier die verschiedensten Aspekte. Ich habe ganz viele verschiedene Dinge gelernt und habe das eigentlich, also ich habe eine sehr, sehr scharfe Wahrnehmung drauf, was so der menschliche Aspekt ist, nennen wir es jetzt einmal so. Mhm. Und habe somit meine eigenen Programme entwickelt. Und was ich mache, ist, ich möchte Menschen finden und ermächtigen, dass sie ihre eigene Realität, ihre eigene Kreativität und ihre eigene Magie wieder entdecken, dass sie wieder in diese Eigenkreation kommen. Wir haben alle dieses Geschenk mitbekommen, die möchte einfach Menschen erreichen, ihnen zeigen, wie sie das auspacken, wie sie das leben können. Mhm. Und das ist eigentlich so die Quintessenz, wenn ich sage, ich muss es in so ein paar Worten sagen. Das ist eigentlich das, was ich tue. Ich versuche Menschen zu erreichen und ihnen zu zeigen, dass da mehr gibt, die auch diesen Ruf in sich haben, die ja dieses Verlangen haben, dass da einfach noch mehr sein muss, dass da nicht nur Kind, Jugendlich, Schule, Arbeiten, Sterben ist, sondern dass da noch was anderes da draußen ist, dass man noch, dein Leben kann ja anders sein. Kann man sagen, das ist ein Sehen, Lernen? Ja. Schon? Ja, das trifft sogar sehr gut. Jetzt, ich kann mir das natürlich nicht so ganz vorstellen, wie das funktioniert. Jetzt komme ich zu dir, also das heißt, du machst das ja über Zoom. Genau, ich mache das alles online. Das machst du eine Schulung, das heißt, das ist ein Seminar, kann man das sagen? Oder mehrere Blöcke? Nein. Also es kommen zu mir verschiedenste Menschen in verschiedensten Lagen. Es kommen zu mir totale Neulinge, so wie ich damals war. Mhm. Oder auch Menschen, die schon sich sehr lange mit dem Universum, mit Manifestieren, mit Spiritualität, das Bekannteste ist sicher das Secret und das Gesetz der Anziehung beschäftigen. Und ich hole die einfach dort ab, wo sie jetzt gerade sind und zeige ihnen einfach, wie sie in sich wieder diese Magie, diese Strahlen entdecken und das sehen lernen, okay. wie sie kreieren. Das heißt, Zeit und Raum ist nicht existent? Nein.
Okay. Weil du kannst jederzeit neu wählen. Du kannst von der Karrierefrau in der Restaurantbranche zur Immobilienmaklerin zum Medium, vorsichtigen Medium kommen. Mhm. Also das ist alles möglich. Das ist alles nur eine Wahl und nach der GE. Jetzt, für wen ist das interessant? Für Privatpersonen, für Geschäftsleute? Kann man das irgendwie sagen? Oder generell? Ich würde sagen, es ist für jeden interessant, der das in sich spürt. Mhm. Also wirklich jeder einzelne meiner Kunden hat gesagt, irgendwann haben sie dieses Verlangen gehabt. Mhm. Und ich glaube, jeder, der dieses Verlangen hat, macht sich auch auf die Suche. Mhm. Und ob das jetzt eine offizielle Suche ist, weil ich sage, ich möchte mit der Business aufbauen, oder ob das eine Suche ist, einfach nur für mich selber, ist eigentlich ganz egal. Aber diese Suche zeigt sich. Das ist dieses mehr haben wollen. Verstehe. Und deswegen, man kann es für sein Business verwenden, man kann es für sein Privatleben verwenden, man kann es für alles verwenden. Es geht einfach darum, dass du das daraus machen kannst, was du möchtest. Möglich ist damit alles. Also ich habe viele Kunden, die ja so ein Business aufbauen, was ich aufgebaut habe und sehr erfolgreich sind. Mhm. Das Sehen, also wie kann man sich das in etwa vorstellen? Was sehe ich da? Was empfinde ich, wie auch immer? Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Na, es gibt ja jetzt die Welt, die wir kennen, die wir angreifen können, sagen wir es einmal so. Und dann gibt es ja noch eine andere Welt, das ist ja alles Energie. Ja. Also das ist ja zwar feste Materie, aber eigentlich ist es Energie. Wenn man es runterbricht, sind wir Energie. Und es gibt dieses gesamte Energiefeld und dieses Sehen ist eigentlich eine Art, diese Energiefelder wahrzunehmen. Und jeder von uns kennt eine Aura. Also ich bin mir sicher, es hat jeder mal gehört, du hast eine Aura, du hast dieses absolut, Energiefeld ja. Dich. Absolut, ja. Wir kennen das auch, wir gehen in einen Raum und sagen, da ist dicke Luft, ja, da ist gerade gestritten worden, das kann man wahrnehmen. Mhm. Und das ist Wahrnehmung, das ist auch eine Art von Sehen. Und wir sind eigentlich sehr clever in unserer Sprache, dass wir eigentlich sehr wahrnehmend sind, aber gar nicht wissen, dass wir sind. Okay. Und dieses Sehen ist jetzt nicht das Sehen mit den Augen in Form von den menschlichen Augen, denn das ist ein menschlicher Sinn. Und wir wollen ja was Übernatürliches, einen übernatürlichen sechsten Sinn oder einen Sinn, der jetzt nicht der klassische Sinneteil, sagen wir mal so. Und diese Art von Wahrnehmung ist auch eine Art von Sehen. Und man kann in unterschiedlichsten Orten eben auch sehen. Es ist, wie man jetzt zu Ihnen sagt, an einen Liebesfilm denken. Dann haben Sie sofort irgendein Bild im Kopf. Das ist ein innerliches Sehen. Und mit dieser Art kann man auch sehen. Oder man kann es eben wahrnehmen, so wie man sagt, da ist dicke Luft. Oder geht's dir gut? Ist alles okay? Man weiß irgendwie, da ist was und das ist eine Form von Wahrnehmung und das ist eigentlich eine Form von Energiefeldern lesen. Mhm. Und was ich unterrichte, ist, dass man das wieder bewusst macht. Deswegen kann das auch jeder. Okay. Weil du machst dir eigentlich wieder bewusst, dass du die ganze Zeit am Wahrnehmen bist. Aber ich stehe mir selbst im Weg, ne? Ja, genau. Weil man hofft oder man hat so viele Ansichten und Bewertungen drauf, wie diese Wahrnehmung zu sein hat, dass man gar nicht realisiert, dass man eigentlich ein Wahrnehmend ist. Mhm. Und das ist auch so, wenn ich sage, ist ich eine Pflanze und für mich schaut die so aus, aber die kann komplett anders sein. Verstehe. Für jemanden anderen. Das ist ja meine persönliche Sicht. Und dieses Sehen, Lernen ist einfach wieder dieses Wahrnehmen der Energiefelder, die ich bespiele. Ja, okay. Dieses Wahrnehmen von, was zeigt sich denn in meinem Außen? Will ich das überhaupt? Und was hätte ich gern stattdessen? Und dieses bewusste Kreieren und in sein Leben ziehen. Weil Energie zieht Energie an. Das heißt, gibt es irgendjemanden, der das nicht machen kann? Oder wo man sagen kann, es funktioniert nicht? Also, ich würde jetzt mal so sagen, jeder, der jetzt noch zuhört und sagt, er findet das spannend, kann das. Okay. Und abdrehen. Na, mal Chance. Und zapp. Nein, also jeder, der das, man kann sich das so vorstellen, diese Energiefälle präsentiere ich ja. Also das, was ich mache, das zeige ich ja auch nach außen. Jetzt nicht nur mit meinem Business, sondern auch unsichtbar, in Anführungszeichen. In meinem Energiefeld spielen sich diese Wahrnehmung, diese Energie, diese ganzen magischen Fähigkeiten, die zeichnen sich ab. Und wenn jetzt jemand ist und sagt, boah, das sagt mir, das ist anziehend, ja. Die Person ist anziehend, das ist, weil man selber so ein Energiefeld hat, das ist vielleicht noch nicht groß oder das ist vielleicht irgendwo ein bisschen klein in den Hinterhalt geraten, aber das ist da. Und wenn du das spürst, das merkt man, ja, das ist dieses, das finde ich interessant, das zieht mich an. Mhm. Ja, das zieht dich an, wenn du das Gleiche hast. Und wenn man den Effekt hat,
dann kannst du das lernen. Steh. Weil dann hast du es ja eigentlich schon. Ja, genau. Ich zeig dir ja nur, wie es wieder geht. Alles klar. Jetzt hast du ja, wir haben da draußen sowas gesehen mit einer Brille. Was war denn das jetzt? Ja, das ist eine Wahrnehmung über, also man kann ja auch über seine Wahrnehmung sehen. Okay. Also eigentlich jetzt mit verbundenen Augen sozusagen. Das heißt, ich habe die Brille auf und kann dann praktisch mit meiner Wahrnehmung sehen. Sehen, genau. Interessant. Das funktioniert? Ja. Du machst auch, arbeitest mit Telekinese? Ja. Was ist so das Besondere an der Telekinese? Früher hat man gesagt, das ist ein bisschen Voodoo-Zauber, dann hat sich der KGB dafür interessiert und der amerikanische Geheimdienste, da ist, glaube ich, dann erst mal richtig bekannt worden. Ja. Telekinese, was ist das eigentlich? Telekinese ist basiert eigentlich immer auf einer Form von Energie. Mhm. Also das Sehen jetzt zum Beispiel mit dieser schwarzen Brille geht darum, dass man eigentlich über dein Verstand sagt, du kannst das nicht. Ja. Ja? Das ist auch das, was man sagt mit, ich sehe die dicke Luft nicht, ich spüre die ja. Ja, aber das ist ja trotzdem eine Form von Wahrnehmung. Und mit dieser Brille aktivierst du die andere Wahrnehmung. Das heißt, du trainierst eigentlich deinen Verstand darauf, dass er sich nicht einschränken lässt durch etwas Schwarzes vor den Augen. Und bei Telekinese ist es so, da geht man davon aus, das ist ja die Grundlage, dass alles Energie ist. Also ist ja der Stift oder der Schlüssel auch Energie. Genau. Und wenn ich Energie bin und der Energie ist, dann kann ich den doch lenken. Mhm. Und das ist eben die Art von Telekinese. Das heißt, es ist eine Erlernung der Verbindung von mir mit diesem Objekt und was sich dann eben auch bewegen lässt. Okay. Was jetzt ganz wichtig ist, wenn jetzt Zuseher gesagt haben, boah, das würde mich ja brennend interessieren, wie kann man das machen? Was gibt es für Möglichkeiten? Also man kann das bei mir lernen. Das wäre natürlich die naheliegendste. Bei mir kann man das lernen. Ich bin in Facebook vertreten, ich bin in sozialen Medien vertreten. Mich findet man ganz normal unter meinem Namen, Marlies Burgstaller. Mhm. Und meine Gruppe heißt Imagine, ein Kurs, der alles kann. Auf Instagram ganz normal mit meinem Namen. Und ich habe auch die erste App. Okay. Also ich habe die erste Bewusstseinsentwicklungs-App sozusagen, sagen wir mal so, was nicht klassisches Manifestieren ist mit Meditationen und Universum- und Dankbarkeitstagebüchern. Und da kann man alle möglichen Arten lernen. Also man kann alles lernen, das, was ich kann, sagen wir so, inklusive dem Business. Da ist mir jetzt nämlich noch was eingefallen, wie wir eben gesprochen haben von der schwarzen Brille. Das erinnert mich so ein bisschen an die Mönche, diese buddhistischen Mönche, die auch mit den verbundenen Augen dann diesen Pfeil oder den Speer ablenken konnten. Das funktioniert so. Genau. Buddhistische Mönche sind sowieso ein sehr gutes Beispiel, weil die haben ja ganz, ganz, ganz arge Körperprozesse. Also die können ja ganz viele Sachen mit ihren Körpern. Also absolut, die können ja im kochenden Wasser sitzen und ihnen passiert nichts. Also das möchte ich nicht probieren. Ich würde es auch nicht bitte nicht zu Hause ausprobieren. Okay. Ich würde dann nicht mit der schwarzen Brille Auto fahren. Also ja, das würde ich auch nicht machen. Aber die können ganz viele Sachen. Und das ist auch, im Endeffekt ist es immer dieser eine Punkt von Mind über Materie. Mhm. Und es ist ein Spiel der Energie. Denn es ist auch Energie, wenn ich sage, also ich habe einen Kunden gehabt, dem sich kochendes Wasser versehentlich über die Hände geschüttet und hatten keine Brandblasen danach. Also zum Beispiel halt ganz klassisch Mama Nudel ausschwenken, kochendes Wasser über die komplette Hand drüber, keine Brandblasen, nicht rot, gar nichts. Also das sind so wie die Kohlenläufer, die da über diese heißen Kohlen drüber laufen. Ja, genau. Das sind alles diese kleinen Dinge und das ist eigentlich ja schon immer da gewesen, diese Faszination von diesem, ich kann was anderes. Mhm. Und das eröffnet halt auch sehr viel, wenn man sich erlaubt, in diese Materie einzutauchen, wenn man sich einmal erlaubt, so etwas zu können. Ja? Also wirklich, es macht eine Veränderung deines Lebens, wenn du sowas kannst. Weil es ist von einer Sekunde zur anderen, bist du zwischen ich glaube, dass das geht und ich glaube zu ich weiß. Und das macht einfach was mit jemandem. Mhm. Das öffnet einen komplett neuen Raum. Ich kann mich erinnern, das erste Mal, wo ich Energie gelesen habe, habe ich für eine wildfremde Person mit einem Hund gesprochen und habe das Kinderzimmer beschrieben. Ohne, dass ich die gekannt habe, die Familie, oder halt gewusst habe, wie das Kinderzimmer ausschaut. Mhm. Und habe aber total das Kinderzimmer beschreiben können. Also mit Teppichbett, wie es steht, wo ein Fenster ist, welche Farben, alles. Und ich weiß... Du nicht dort warst? Nein. Cool. Ich weiß auch gar nicht, wo die wohnen. Ja, also, okay. Das war über Zoom, wir sind ausgelost worden und ich habe halt einfach für die Person das gemacht. Und ich weiß nur, dass meine Mama damals mich gefragt hat, wie das war. Und ich habe gesagt, das war jetzt gerade das Beste und das Krasseste, was ich in meinem ganzen Leben erlebt habe. Weil es war auf der einen Seite dieses, ich war immer so nach dieser Suche, dass da mehr ist. Und auf einmal war
das da ist mehr und ich kann das. Und auf der anderen Seite war es dieses, oh mein Gott, da ist wirklich mehr da draußen. Also es stellt dich halt einmal komplett um. Mhm. Aber es öffnet dir halt auf einmal Räume, weil wenn du sagst, wenn ich das kann, was kann ich denn noch alles? Genau. Was geht denn noch alles? Kann ich vielleicht auch, geht vielleicht die Telekinese auch und oh, könnte ich vielleicht auch noch durch Masken sehen und was ist noch alles möglich? Du hast eine sehr, wie sagt man da, eine Bauerart, also du kommst voll mit Bauer rüber und du lächelst immer. Ja. War das immer so? ich glaube, ich war prinzipiell schon immer ein fröhlicher Mensch. Mhm. Nicht so genau die Zeit, bevor ich eigentlich in die Energiearbeit gekommen bin. Aber das hat es verstärkt. Das hat es definitiv verstärkt, ja. Mhm. Ich war immer schon sehr lebensfroh. Ich war zu einem gewissen Zeitpunkt, glaube ich, auch ein bisschen lebensmüde, weil man dachte, das kann doch nicht sein. Wer nicht? Da muss doch was anderes sein. Aber jetzt, ich beschäftige mich eigentlich wirklich nur mit Dingen, die mir Spaß machen. Herrlich. Ja, herrlich. Es ist so schön. Das heißt, wenn heute jemand etwas erfahren will, also jetzt nicht eine Wahrsage, sondern also über sich erfahren will oder eine Erfahrung machen will, kann er eines deiner Seminare buchen. Ja, absolut. Kann sich informieren dort, wie es da kann sich geht. Dort informieren, da kann mit mir sprechen. Ich schaue immer das, was am besten passt. Ich mache die Telefonate meistens selber. Mhm. Einfach um zu schauen, wo man steht und was möchte man denn eigentlich. Möchte man eigentlich nur mal so ein bisschen ausprobieren und sagen, okay, kann ich das auch? Oder möchte man sagen, okay, hupf da voll rein, ich möchte das, ich mag alles können, ich möchte das alles lernen. Und ich habe da alle verschiedenste Programme, also da von ganz kleinen Intensivkursen bis hin zu ganz großen Programmen, wo man ganz intensiv mit mir arbeiten kann. Bleibt dir eigentlich nur Zeit für Hobbys? Oder ist das dein Hobby? Ich glaub, das ist mein ist Hobby. Also ich habe, ich würde jetzt sagen, ich arbeite nicht viel, weil ich das wirklich, ich mache das so gern, mir macht das so unbeschreiblich viel Spaß, diese Dinge zu machen. Und ich habe ja ein 3,5-jähriges Kind, also ich bin auch trotzdem noch Vollzeitmama. Mhm. Also das auch. Und man kann es halt auch nebenbei machen. Und das war für mich so wichtig. Für mich war immer diese klassische Spiritualität sehr einengend, weil man muss Zeit finden, man muss Ruhe finden, man muss meditieren. Und als Mutter ist man halt nie allein und ruhig, sondern man ist halt ständig. Klar, ja, es geht einfach nicht. Und es ist für mich immer wichtig gewesen, dass ich das in den Alltag einbauen kann. Und das unterrichte ich eben auch so, dass man sagt, das ist was, das kannst du. Ich habe Kunden, die haben Fulltime-Jobs und haben sich selber sogar ein Business aufgebaut. Und ich habe Kunden, die machen das einfach nur für sich nebenbei und sind immer dabei. Also es ist wirklich etwas, das kannst du integrieren. Und am Anfang ist es immer wirklich ein Loslegen. Ja? Wir sind so viele Strukturen gewohnt, wir sind so viel gewohnt, Dinge so zu machen und über das zu sprechen, anstatt eigentlich zu wählen, was man eigentlich möchte. Und damals so aus diesem, ja man sagt ja immer so schön die Hamsterräder, gell? Aus diesem Hamsterrad einmal rauszukommen, das braucht ein bisschen Disziplin. Und dann merkt man auf einmal, dass auf einmal funktioniert da was und da was und dort was und da was und auf einmal ist man mittendrin in der Kreation und realisiert eigentlich, wow, ich lebe jetzt gerade das Leben, was ich mir eigentlich vorgestellt habe. Das heißt, ich brauche jetzt gar nicht mehr fragen, ob du das bereust. Das ist jetzt eine Frage hätte ich richtig genau. Tust du dein Kind da mit Telekinese niederlegen oder machst du es nur händisch? Aber das wäre eine neue Hack, vielleicht wer weiß. Na, die Bettdecke drüber ziehen. Genau. Schaukeln. Genau. Ja, wäre zumindest ein neuer Versuch werden. Ja, das. Man will eh weniger Elektrogeräte haben. Es gibt ja diese elektrischen Wippen. Das wäre doch praktisch, oder? Wenn man das einfach so mit der Hand machen kann. Ja, genau. Warum nicht? Na, vielleicht kommt eine neue Geschäftsidee. Genau. Ich werde mich melden, wenn es soweit ist. Ja, wir könnten jetzt noch stundenlang plaudern. Ja. Wir haben vorher schon ziemlich lang geplaudert. Es war faszinierend. Man kommt von Hundertste ins Tausendste und man hat noch immer nicht alles. Wer Interesse hat, soll sich mit dir in Verbindung setzen, soll sich das einmal anschauen. Frauen kostet nichts. Ja. Ausprobieren und vielleicht ist was für einen dabei und ja. Wenn es funktioniert hat, herrlich. Ja, Wahnsinn. Und es gibt ja ganz viele Gratis-Vorträge, die ich mache. Also man kann sich den ganzen Tag mit mir beschallen lassen, ohne einen Cent auszugeben. Ja, besser. Dann sage ich recht herzlichen Dank. Es freut uns, dass du bei uns im Studio warst. Wir haben wirklich viel Spaß gehabt. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Danke.